Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes, Drucksache 19/5016. Es wird eingebracht von Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das gültige Hessische Spielhallengesetz ist 2012 in Kraft getreten. Zum einen setzt das Gesetz einen Ordnungsrahmen in Anlehnung an die Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages. Zum anderen ist das Ziel des Spielhallengesetzes auch eine Reduktion der Anzahl der Spielhallen. Und das jetzt geltende Spielhallengesetz läuft im Dezember 2017, wie fast alle neuen hessischen Gesetze und Verordnungen, nach 5 Jahren aus. Und dies war ein willkommener Anlass, um zu überprüfen, ob die Ziele des Gesetzes erreicht werden konnten. Also taugt das Gesetz, um ausreichend gegen Spielsucht vorzugehen? Bietet es Jugendlichen ausreichend Schutz? Wird die Ansiedlung von immer weiteren Spielhallen verhindert? Und natürlich ist es so, ein Blick durch die entsprechenden Straßen zeigt, es ergibt sich bisher kein wesentlich anderes Bild als vor Erlass des Gesetzes. Die Anzahl der Spielhallenkonzessionen ist in Hessen nur geringfügig zurückgegangen. Bisweilen sind sogar neue Standorte entstanden. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Zum einen liegt das natürlich an der Übergangsfrist, die im gültigen Gesetz richtigerweise eingebaut worden ist. Legal betriebene Unternehmen können nicht einfach von einem auf den anderen Tag geschlossen werden. Auch Spielhallenbetreiber haben Grundrechte, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist auch gut so. Um die Grundrechte der Spielhallenbetreiber zu wahren, musste es eine Übergangsfrist geben. Diese Frist läuft diesen Freitag, nämlich am 30.06.2017, aus. Und ich will das noch einmal ausdrücklich sagen, weil da manchmal in der Debatte vieles durcheinander ging. Wir reden hier über die Novellierung des gültigen Spielhallengesetzes, die dann ab 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll. Das heißt aber nicht, dass das jetzt geltende Spielhallengesetz nicht umzusetzen ist. Das sind sozusagen zwar verwandte Themengebiete, aber es ist nicht das Gleiche. Und das Zweite ist, wenn wir uns betrachten, wie die Erfahrungen mit dem bisherigen Spielhallengesetz sind, dass Gemeinden als Konzessionsbehörden vielerorts von Ausnahmeregelungen des Gesetzes Gebrauch gemacht haben, Ausnahmen vom Abstandsgebot, Ausnahmen vom Verbot der Mehrfachkonzessionen wurden in manchen Gemeinden großzügig zugelassen. Die Gemeinden hatten ja auch nach den bisherigen Regelungen des Gesetzes die alleinige Verantwortung. Und da kommen wir zum Problem, weil Mehrfachkonzessionen sind verboten. So sieht es der Glücksspielstaatsvertrag vor. Und diese klare Regelung, so schlagen wir es vor, soll nun zukünftig auch in Hessen gelten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die bisherige Ausnahmemöglichkeit soll gestrichen werden, die Härtefallregelung aber bestehen bleiben. Auch das gehört dazu. Außerdem wollen wir einige Unklarheiten bei den Kriterien beseitigen. Wir wollen also klarer werden, also beispielsweise die Regelungen zum Mindestabstand zwischen den Spielhallen. Die Voraussetzungen der Abweichungsmöglichkeiten wurden bisher in den Gemeinden sehr unterschiedlich angewandt. Deswegen soll jetzt gesetzlich konkretisiert werden, dass 300 m auch wirklich 300 m sein müssen. Das bedeutet z.B., dass der kürzeste Fußweg zwischen zwei Spielhallen auch länger als 300 m sein muss, dass zukünftig auch keine Sichtachse zu einer anderen Spielhalle bestehen soll. Ich will ausdrücklich sagen, das dient dem Spielerschutz, der sogenannte pathologische Spieler. Man könnte auch sagen, der Spielsüchtige soll beim Verlassen der Spielhalle im wahrsten Sinne des Wortes einen Abstand zum Spiel bekommen. Zur Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes sieht der vorliegende Entwurf zukünftig einen 500 m Mindestabstand zu Kinder- und Jugendeinrichtungen vor. Ich will das ausdrücklich sagen. Es ist klar, dass Jugendliche eine besondere Anziehung zum Glücksspiel haben. Der nun festgelegte Mindestabstand soll also wirklich als präventiver Jugendschutz dienen und das derzeit schon geltende Betretungsverbot für Jugendliche unter 18 Jahren ergänzen. Es ist klar,
dass die Abstandsregelungen faktisch zu einer Verringerung der möglichen Spielhallenstandorte führen werden, jedenfalls in den sogenannten begehrten Lagen. Da aber grundsätzlich allen Spielhallenbetreibern die Möglichkeit eröffnet werden soll, auch eine Spielhalle zu führen, also auch dort in solchen Lagen, soll die Dauer der Spielhallenerlaubnis um 5 Jahre auf maximal 10 Jahre herabgesetzt werden und damit eine Fluktuation zugunsten von Mitbewerbern gestärkt werden. Und ich will das ausdrücklich sagen. Wir wollen auch das, was jetzt schon glücklicherweise gängige Praxis ist, nämlich z. B. die Regelungen zur Spielersperre zukünftig ins Gesetz aufnehmen. Das heißt, klar ist, dass wer eine Spielhalle betreibt, auch am Sperrsystem beteiligt sein muss, dass Anschluss und Nutzung dieses Systems kostenpflichtig sind, dass es eine Verpflichtung zur Statusabfrage gibt bei jedem, der dort Einlass begehrt, damit klar ist, dass an dieser Stelle jemand, der gesperrt ist, auch wirklich nicht in die Spielhalle kann. Ich will das ausdrücklich sagen. Als die Spielersperrsysteme entstanden, ging man ja davon aus, dass es eher, ich sag mal, von anderen beantragt wird, dass jemand gesperrt wird. Klassische Situation. Ich sage es jetzt einmal so, weil der Kollege Merz gerade von Artikel 3 geredet hat, Grundgesetz. Mann verspielt Haushaltseinkommen, Frau beantragt Sperre des Mannes, damit im nächsten Monat noch etwas zu essen da ist. So hat man sich das ursprünglich einmal gedacht. Wir stellen aber fest, dass die weit überwiegende Zahl der Spielersperren von den Spielern selbst beantragt wird. Die sagen, ich möchte, dass es in Zukunft, wenn ich sozusagen an dieser Spielhalle vorbeigehe und dann doch irgendwie es nicht schaffe, am Eingang vorbeizugehen, dass ich dann aufgehalten werde. Deswegen ist an dieser Stelle klar, dass wir dort dafür sorgen müssen, dass solche Regelungen dann auch wirklich überall umgesetzt werden. Ich will aber ausdrücklich sagen, dass das neue Änderungsgesetz auch Erleichterungen für die Betreiber beinhaltet, wo wir festgestellt haben, dass manche Punkte nicht sozusagen jedenfalls für die Betreiber in klaren Regeln gegossen sind. Stichwort Sozialkonzepte. Da steht im bisher geltenden Gesetz drin, die sind laufend zu aktualisieren. Das ist ein sehr unbestimmter Zeitraum. Wir haben deshalb jetzt vorgeschlagen, dass das zukünftig nicht mehr laufend, sondern alle 2 Jahre zu aktualisieren ist. Und ein weiterer Punkt, der wichtig ist, es soll eine einheitliche Sperrzeit für Spielhallen erreicht werden, um das sogenannte Spielhallenhopping zu unterbinden. Deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, wir haben mit dem Gesetz von 2012 eine Situation gehabt, dass dort eingegriffen wird, dass wir aber, und das ist die Feststellung nach 4,5 Jahren, mindestens einmal bei der Frage des Verbots der Mehrfachkonzession mit den bisherigen Regelungen nicht weitergekommen sind. Ich will ausdrücklich sagen, dass das Ziel weiterhin ist, weniger Spielhallen. Und deswegen schlagen wir dem Landtag die vorgeschlagenen Änderungen vor. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Es gibt in diesem Bereich viele Interessen, sehr viele Interessen. Da gibt es die Kommunen, die einerseits dieses Gesetz umsetzen müssen und andererseits natürlich, Stichwort Spielapparatesteuer, auch wieder an bestimmten Punkten profitieren. Es gibt die Betreiber, die auch ihre Interessen haben. Das ist auch klar. Es gibt aber auch beispielsweise Stichwort Suchtgefahren, Organisationen, die sich um die kümmern, die damit nicht umgehen können. Und dementsprechend ist völlig klar, dass wir bei den weiteren Beratungen im Ausschuss viele Diskussionen noch haben werden. Und ich will an dieser Stelle sagen, das wird eine muntere Anhörung, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht wird es auch eine muntere Debatte jetzt, aber auf jeden Fall wird es eine muntere Anhörung im Ausschuss. Und ich will ausdrücklich sagen, dass an dieser Stelle ich mich darauf
freue. Es wird eine spannende Anhörung. Ich bin gespannt auf die vielen Änderungsvorschläge, die wir sicherlich bekommen werden. Mir ist schon jetzt klar, dass das Gesetz, das wir beschließen werden, sicherlich nicht bei allen Jubel hervorrufen wird und manchen zu weit geht, anderen nicht weit genug. Aber genau dafür ist eine Volksvertretung da, die unterschiedlichen Interessen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger auch auszugleichen. Deswegen freue ich mich auf die Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die erste Einbringung, für die erste Lesung. Ich eröffne die Debatte. Es liegen mir schon Wortmeldungen vor. Der Kollege Eckert von der SPD hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde es ja ganz passend, Herr Minister, dass Sie jetzt in der neuen Legislaturperiode zuständig sind, auch für diese Themen. Weil, wie das bei Ihnen so ist, man muss durchaus auch Glück haben, dass in den Vorschlägen, die Sie dann nachher hier vorlegen, auch wirklich etwas Gutes und Richtiges drin ist. Aber es zeigt, dass Sie da alleine hier sind, weil die beiden damit dem Thema beschäftigten Ministerien hier mit Abwesenheit glänzen. Sowohl der Sozialminister, wenn das Thema Sucht und Suchtprävention angeht, und der Innenminister, der da auch entsprechend ganz großes Wort mit zu diskutieren hat, glänzen mit Abwesenheit. Ich finde, das ist dem Thema nicht angemessen und zeigt, dass Sie da zwar munter Zuständigkeiten hin und her schieben, aber offensichtlich danach sich auch niemand mehr mit dem Thema beschäftigt. Aber dafür ist es viel zu wichtig, meine Damen und Herren. Und ja, die Debatte. Das Innenministerium zieht schon einmal nach. Schauen wir mal, wann das Sozialministerium kommt. Die Debatte ist in der Tat in den letzten Wochen und Monaten natürlich noch einmal von Aktualität gewesen. Herr Minister, Sie haben es mit angesprochen, die Frage Umsetzung, Verbot von Mehrfachkonzessionen. Das ist in der Tat ein Thema gewesen, das uns alle beschäftigt hat, Öffentlichkeit und auch Parlament, insbesondere Parlament dank der Initiativen und Anfragen seitens FDP und SPD. Und bei Ihrem Gesetz muss man sich natürlich sehr lange mit den Details beschäftigen, weil es auch teilweise sehr kleinteilig ist. Und ich finde, das ist ein Gesetz als Entwurf mit Licht und Schatten, Herr Minister. Es ist da durchaus Positives mit dabei. Wenn Sie, das haben Sie angesprochen, die Veränderungen eben der 300-Meter-Regelungen weg von der Frage der Sichtbeziehungen hin zum tatsächlichen Gehweg, dann ist das eine Verbesserung, die natürlich vor Ort, nämlich Rechtssicherheit schafft in der praktischen Umsetzung dieser rechtlichen Regelung. Und das gilt auch für die Frage der 500-Meter-Abstände zu den Einrichtungen, die insbesondere von Kindern und Jugendlichen besucht werden. Denn auch dort, glaube ich, ist es notwendig, das wirklich so deutlich zu ziehen und zu sagen, in welchen Bereichen wir Spielhallen in Hessen haben zulassen wollen und eben auch nicht zulassen wollen. Sie haben es angesprochen, die Überarbeitung Sozialkonzept. Ich finde, das ist richtig und notwendig, weil auch vor Ort die Kontrolle und die gleiche Handhabung auch nachher auch gewährleistet ist, nämlich eben es nicht mehr nur noch regelmäßig zu Wort zu legen und regelmäßig zu überarbeiten, sondern mit dem Zweijahresrhythmus. Es hilft für die praktische Umsetzung vor Ort. Es schafft eine gleiche Handhabung im gesamten Land. Und wir schaffen es auch, dass die Betreiberinnen und Betreiber vor Ort immer up-to-date sind in der Veränderung, in der wissenschaftlichen Weiterarbeit im Bereich der Suchtprävention. Ich glaube, das ist richtig und notwendig. Aber dann gibt es ein paar Punkte in diesem Gesetz, wo ich natürlich frage, warum, wenn Sie diesen Schritt gehen, gehen Sie ihn denn dann nicht konsequent? Wenn ich mir anschaue im Bereich Umsetzung der Richtlinie zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht, weichen Sie gerade den Bereich der Kontrolle nämlich mit auf, wenn Sie vorher sagen, der Betreiber, die Betreiberin hat diese Daten, die man erheben muss, über die Auswirkungen der angebotenen Glücksspiels und das Entstehen von Spielsucht der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Weichen Sie das jetzt mit auf und sagen, ihr müsst es zwar sammeln, lasst es liegen, und die Behörden sind für verantwortlich, das bei Bedarf anzufordern. Ich finde, der Druck muss da bleiben, dass das vorgelegt werden muss. Denn nur wenn wir die Daten haben, können wir nachher auch entsprechend notwendigerweise Veränderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen der Fragen von Suchtprävention und anderem vornehmen. Wenn wir da aber nicht selber nachgucken, lassen wir auch die Kommunen alleine, wenn sie alleine dafür zuständig bleiben sollen, meine Damen und Herren. Die Spielersperren haben Sie angesprochen, Herr Minister. In der Tat, da sind wir auch sehr gespannt, nicht nur bei diesem Thema, aber weil es ja doch sehr umfangreich ist, auch oft noch einmal die Anhörung. Wir hatten uns aber auch gedacht, dass man vielleicht aus Hessen heraus das ein oder andere Thema in dem Bereich mit anschieben könnte, z. B. die Frage von befristeten Selbstsperren, um sozusagen Hemmschwellen zu senken, damit Menschen, die sozusagen noch nicht bei der Sperre direkt sind, aber sagen, auch aus Eigenschutz
bin ich bereit, mich selbst ein Stück weit rauszunehmen, um mich selbst mit zu schützen, die Hemmschwellen zu senken. Das wäre ein probates Mittel. Ich bin da sehr auf die Anhörung gespannt. Und dafür brauchen wir z.B. auch die Beantwortung unseres Berichtsantrags 4838/19 vom 26. April betreffend Spielersperren in Hessen. Denn diese Daten sind natürlich dann auch nachher nicht ganz unwesentlich für die weitere Beratung, wie die konkrete Überarbeitung und Kontrolle des derzeitigen rechtlichen Rahmens in Hessen abgeht. Aber, meine Damen und Herren, an einem Punkt sind wir entschieden anderer Auffassung. Und Sie als Wirtschaftsminister haben gesagt, wir verändern von 15 auf 10 Jahren die Konzessionierungszeiträume, weil wir damit den Markt öffnen wollen. Ich sage Ihnen, das Gegenteil wird passieren. Nur noch wenige große Ketten kriegen das nachher hin, weil wenn sie neu eröffnen mit Investitionen, mit neuem Aufzug einer solchen Spielstätte, das dann nachher in 10 Jahren nicht nur amortisieren, sondern es sind nachher wirtschaftliche Betätigungen, die dort in Hessen dann stattfinden. Dann zu sagen, nach 10 Jahren ist aber schon Schluss statt von zu 15, werden wir es nicht öffnen für neue Anbieter, sondern wir werden es konzentrieren, insbesondere auf Ketten. Ich glaube, das Ziel, was Sie da haben, ist richtig, aber das Mittel, was Sie da wählen, ist falsch und es zeugt auch nicht sicherlich vom richtigen wirtschaftlichen Ansatz. Deswegen viel Licht, viel Schatten in diesem Gesetzentwurf und auch ich, Herr Minister, glaube, dass wir eine muntere Anhörung und eine muntere Debatte bekommen nachher in der Abwägung der sehr, sehr unterschiedlichen Interessen in diesem Thema. Ich freue mich auf die Debatte und freue mich dann, wenn die zuständigen Ministerien dann auch noch ihren Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Als nächster Redner hat Kollege Klose von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben es gehört, das Hessische Spielhallengesetz läuft Ende des Jahres aus. Das heißt für uns natürlich, dass wir seine Wirksamkeit evaluieren und dass die Erkenntnisse daraus dann in eine Überarbeitung einzufließen haben. Und genau das ist der Anlass der heutigen Debatte. Bevor ich jetzt auf die einzelnen konkreten Veränderungen eingehe, die ja eben auch schon angesprochen wurden, will ich noch einmal kurz darlegen, warum es grundsätzlich notwendig ist, dieses Gesetz, warum es dieses Gesetz überhaupt bedarf. Die Spielhallenbranche ist nämlich aus meiner Sicht schon eine Besonderheit. Sie ist ein Musterbeispiel für einen Wirtschaftszweig, den der Staat unseres Erachtens nicht sich selbst überlassen darf. Und das ist ja der Grund, weshalb es den Glücksspielstaatsvertrag zwischen den Ländern gibt. Und das ist auch der Grund, warum Hessen mit diesem Gesetz einen Ordnungsrahmen für unser Bundesland geschaffen hat. Was macht also diese Branche zu einer besonderen? Warum ist hier ein eigener staatlicher Ordnungsrahmen vonnöten? Und eigentlich hat Dostojewski im Spieler ja schon 1867 die Antwort geliefert. Morgen, morgen wird alles ein Ende haben, ruft der namensgebende Spieler dort aus und schafft es dann ein ums andere Mal doch nicht, weil er vom Spiel nicht lassen kann. Und Dostojewski wusste ja bekanntermaßen, wovon er schrieb, war ja auch häufiger Gast hier in Hessen. Von Spielhallen nämlich geht für Menschen, die von Spielsucht betroffen sind, damals wie heute eine unwiderstehliche Verführung aus. Wer eben pathologisch oder zwanghaft spielt, der ist unfähig, dem Reiz des Glücksspiels zu widerstehen, selbst dann, wenn das schlimme Folgen für ihn selbst oder auch sein familiäres oder berufliches Umfeld hat. Und es ist ja kein Zufall, dass sich viele Spielerinnen und Spieler heute schon selbst für den Zutritt zu einer Spielhalle sperren lassen, weil sie eben um ihre Gefährdung wissen und so vor sich selbst geschützt werden wollen. Und deshalb muss der Betrieb und Besuch von Spielhallen reglementiert werden und deshalb zum Schutz der Spielsüchtigen und insbesondere Jugendlicher müssen auch diejenigen Kundinnen und Kunden Einschränkungen hinnehmen, die nicht von Spielsucht betroffen sind. Dieser Schutz ist das ganz grundsätzliche Thema, das diesem Gesetz zugrunde liegt. Und auf welche aktuellen Entwicklungen müssen wir außerdem reagieren? Seit das gegenwärtig gültige Spielhallengesetz der Vorgängerregierung in Kraft ist, das war das Jahr 2012, benötigen alle Spielhallen eine neue Erlaubnis.
Die Übergangsfrist, bis zu der diese Erlaubnis zu erlangen war, es wurde bereits gesagt, läuft übermorgen am 30. Juni 2017 ab. Ab dann sind Mehrfachkonzessionen, also mehr als eine Automatenhalle an einem Standort, nicht mehr erlaubt. Mehrfachkonzessionen sind nach dem bereits erwähnten Staatsvertrag nämlich bekanntermaßen verboten. Außerdem müssen ab Freitag bestimmte Mindestabstände zwischen zwei Spielhallen eingehalten werden. Das alles besagt das Gesetz aus 2012 bereits. Aufgrund des Auslaufens dieser Frist herrscht Unruhe in der Branche. Das ist nicht ganz unverständlich, denn ausweislich der Informationen der Landesregierung im Ausschuss vor zwei Wochen waren es ja damals noch 725 Betriebe in Hessen, die noch keine neue Erlaubnis hatten. Davon 381, die vom Verbot der Mehrfachkonzessionen betroffen waren, und 228, die den Mindestabstand unterschritten. Und deshalb ist die ohnehin anstehende Novellierung dieses Gesetzes eine gute Gelegenheit, für mehr Klarheit zu sorgen. Der uns vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung tut das auch. Er wird konkret und streicht die in den Kommunen sehr unterschiedlich ausgelegten Ausnahmemöglichkeiten. Ich will das auch an ein paar wenigen Beispielen klarmachen. Die Anforderung, von Spielhalle zu Spielhalle einen Mindestabstand von 300 m Luftlinie einzuhalten, wird künftig entschiedener durchgesetzt. Eine dazu derzeit geltende Ausnahmeregelung wird nämlich sehr viel restriktiver und klarer gefasst. Und damit entsteht Rechtssicherheit. Unser Ziel ist es, künftig keine Stadtquartiere mehr entstehen zu lassen, die von Spielhallen dominiert und geprägt werden. Und ich bin ganz sicher, jede und jeder von Ihnen hat sofort ein solches Quartier im Kopf. Zu Einrichtungen, die vorwiegend von Kindern und Jugendlichen besucht werden, z.B. Schulen und Kindergärten, muss künftig sogar ein Mindestabstand von 500 m Luftlinie herrschen. Kinder und Jugendliche sollen auf ihren täglichen Wegen eben nicht den Eindruck gewinnen, dass Spielhallen zum selbstverständlichen Konsumangebot gehören. Sie sollen nicht zu ihrem Alltag werden. Die Regelungen zum Sozialkonzept, das ein Spielhallenbetreiber entwickeln muss, werden ebenfalls deutlicher gefasst, und es wird klargestellt, dass dieses Konzept alle zwei Jahre zu aktualisieren ist. Die Sperrzeit, in der Spielhallen geschlossen bleiben müssen, wird für alle Betriebe von 4 bis 10 Uhr vereinheitlicht. Ausnahmemöglichkeiten werden gestrichen, und so wird wiederum zum Schutz der Spielerinnen und Spieler das sogenannte Spielhallenhopping unterbunden. Auch die Regelungen zur Spielersperre, Selbstsperre durch den Spieler selbst oder Fremdsperre, werden deutlicher und funktionstüchtiger gefasst. Natürlich mögen Spielhallenbetreiber keine Sperren, denn es ist ja unstrittig auch so, dass sie mit den Süchtigen natürlich auf eine gewisse Art und Weise ihre besten Kunden verlieren. Trotzdem haben sie solche Sperren zu beachten, und Schlupflöcher, mit denen man sich um diese Sperren herummogeln kann, müssen, so gut es geht, geschlossen werden. Und bereits an diesen wenigen Beispielen ist erkennbar, eine vernünftige Regulierung der Spielhallen erfordert detaillierte und passgenaue gesetzliche Regelungen. Wir danken dem Ministerium deshalb für den nach erstem Eindruck gut gelungenen Gesetzentwurf. Es wird in diesem Entwurf selbst, wie auch in der bereits begonnenen Diskussion um ihn, aber auch deutlich, welche unterschiedlichen Interessen hier aufeinandertreffen. Darauf wurde von beiden Vorrednern auch schon hingewiesen. Das lässt eine durchaus kontroverse und spannende Anhörung erwarten. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Klose. Ich möchte ganz herzlich auf der Besuchertribüne unsere ehemalige Kollegin Frau Hensler begrüßen. Herzlich willkommen. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wolff von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In den Jahren 2006 bis 2010 ist die Zahl der Konzessionen um über 41% hochgegangen, die Zahl der Standorte um rund 20% und die Zahl der Geräte um 60%. Das war der Anlass, damals mit dem Glücksspielstaatsvertrag gemeinsam das Gesetz zu novellieren
Und jetzt ist die Grundlage dessen, auf der wir heute beraten und auf der Kommunen und Betriebe handeln müssen, schon seit 5 Jahren, dieses Gesetz. Seitdem sind rund 100 Betriebe geschlossen worden aufgrund der anderen Bedingungen, die jetzt herrschen. Aber trotzdem ist die Gesamtzahl nicht nur gleich geblieben, sondern auch sogar noch gleich gewachsen. Und das ist nicht eine hessische Entwicklung, sondern das ist eine bundesdeutsche Entwicklung. Auch die Steigerung der Teilnehmer, auch die Suchtprobleme, die wir haben, so ist es auch dem Bericht des Sozialministers zu entnehmen, ist nicht gesunken, sondern ist nach wie vor vorhanden. Und deswegen gilt es nach wie vor zu justieren, wie sind die Maßnahmen in diesem sehr speziellen wirtschaftlichen Betätigungsfeld neu vorzunehmen. Und deswegen, meine Damen und Herren, betrachten wir uns diese Übergangszeit in Kürze. Normalerweise ist ja eine solche Übergangszeit, die das Gesetz bestimmt hat, auch dazu da, dass Selektionsverfahren dann auch tatsächlich eintreten. Das heißt, dass die Betriebe wissen, worauf sie sich einstellen, dementsprechend auch Verfahren, dass die Verbände entsprechend handeln, dass die Kommunen sich darauf auch schrittweise einrichten und wir dann eine sortierte Marktlage nach einem bestimmten Zeitraum einer Übergangszeit haben. Dazu haben die Kommunalen Spitzenverbände einen Durchführungserlass vom Ministerium erbeten. Den haben sie vor gut einem Jahr erhalten. Danach haben sie sich ausrichten können. Und ich will auch durchaus sagen, es sind nicht alle Kommunen, die noch im Verzug sind, sondern es sind etliche Kommunen, die à jour sind, die diesem Durchführungserlass gefolgt sind, die ihre Bescheide herausgegeben haben, die natürlich nicht gefeit sind davor, dass es auch jetzt noch Gerichtsverfahren auf dieser Grundlage geben wird. Da kann man sie sicherlich nicht für haftbar machen. Von den Betrieben konnte man erwarten, dass sie innerhalb des Verbandes auch darauf achten, dass sie mit Hilfe einer bestimmten Zertifizierung dafür sorgen, dass sie ihre Betriebe auf sichere Zukunft stellen. Das heißt auch, dass sie ihr eigenes Eigentum schützen, dass sie auch die Zahl der Mitarbeiter und deren Existenz schützen in den Betrieben, die vorhanden sind oder denen, die neu gebildet sind. Ich will durchaus sagen, dass ich respektiere, dass der Verband dort Zertifizierungssysteme eingeführt hat. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich mich wundere, dass angesichts der Übergangssituation nur 20% der Mitglieder dieses Zertifizierungssystem auch angenommen und durchgeführt haben. Denn immerhin, das Gesetz ist ja auch juristisch angefochten worden, aber dann letztendlich und letztinstantlich vom Bundesverfassungsgericht gutgeheißen worden. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dieses Gesetz auch entsprechend fortzuschreiben. Die Bestimmungen sind ja vom Minister und den anderen Rednern schon einmal mit aufgenommen worden. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir jetzt die Klarstellung haben, die eigentlich im Glücksspielstaatsvertrag ja schon vorgegeben ist, nämlich dass die Mehrfachlizenzen kein Ausnahmetatbestand mehr sein können. Dass dieses beendet sein muss, das müsste im Prinzip auch bundesweit noch sehr viel stärker gleichermaßen durchgeführt werden. Die 6 Stunden verspätete Nachtruhe, sage ich mal, denn es ist schon eine Nachtruhe, die sich auf dem Schulweg der Schülerinnen und Schüler dann befindet, zwischen 6 und 10 Uhr. In Bayern ist das 5 und 9 Uhr. Das ist im Prinzip das Gleiche. Das trägt auch dazu bei, dass nicht insgeheim eine 24-Stunden-Freiheit eintritt, in dem diese 6 vorgeschriebenen Stunden verschieden stattfinden. Der Radius um Jugendeinrichtungen, ob das Schulen oder Jugendhilfeeinrichtungen ist, wird größer, das ist richtig. Die Flexibilisierung innerhalb des 300-Meter-Abstands ist, glaube ich, richtig. In Bayern ist das übrigens ein Abstand von 500 Meter. Auch das finde ich interessant. Und es ist auch richtig, dass die Berichtspflichten flexibilisiert werden. Ich glaube, Herr Kollege Eckert, dass Sie an dieser Stelle möglicherweise irren, dass zwar die Berichtspflichten flexibilisiert werden, dass aber auf der anderen Seite auch die Betriebe jederzeit in der Lage sein müssen, auf Anforderungen oder auch Kontrolle hin Dinge vorzulegen, eben nicht in dem regelmäßigen
Sinne und Zyklus nur, sondern dass sie jederzeit angefordert werden können, ihre Berichte und ihre Konzepte, auch ihre Sozialkonzepte vorzulegen. Meine Damen und Herren, die Verkürzung der Lizenzen, das haben Sie, Herr Kollege Eckert, ja auch angesprochen, das ist durchaus eine Herausforderung im Wettbewerb, dass man sich nur noch auf Zyklen von 10 Jahren einrichten kann. Das ist einerseits wahr. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es nicht nur eine Chance ist für Betriebe, dann sich neuerdings um eine Lizenz zu bemühen und damit um den Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz, sondern ich glaube auch, dass es eine Möglichkeit ist für Betriebe, sich, wenn sie zertifiziert sind, wenn sie sich z.B. einem Punktesystem, was noch stärker zu entwickeln wäre, unterwerfen und dadurch auch ihre Qualität auf einen Sockel stellen, dass sie dann auch eine Chance haben, einen neuen Betrieb zu eröffnen, zulasten eines, der sich diesen Prozessen nicht unterwirft. Das ist, glaube ich, im Marktgeschehen auch ein gutes Prinzip. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir durchaus auch noch in Klammern dazu sagen können, dass es weitere Themen gibt im Umfeld. Ich denke, dass das Online-Spielen mit diesem Gesetz noch nicht berührt wird, sondern dass wir darauf angewiesen sind, dass das auf dem Weg des Glücksspielstaatsvertrags, der leider im Moment in einer kleinen Warteschleife ist, geregelt wird und stärker geregelt wird. Und ich glaube auch, dass das Thema der Wettbüros, die wir überall haben, in gleicher Weise geregelt und auch in der Kontrolle angegangen werden muss, sodass wir hier ein Thema aus diesem Segment behandeln. Aber auch dieses Thema wird für die Anhörung hinreichend Spannung garantieren. Insofern freue auch ich mich auf diese Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolf. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Zahl der Spielsüchtigen ist in den letzten 10 Jahren stark gestiegen. Diese Menschen verlieren oft ihre Existenz, materiell und im persönlichen Umfeld. Dieses Phänomen, muss man sagen, betrifft ausnahmslos alle Bevölkerungsgruppen, denn Glücksspiele haben per se ein großes Suchtpotenzial. Es gibt aber auch noch einmal Unterschiede in der Gefährlichkeit. Lotto zum Beispiel hat ein relativ geringes Suchtrisiko. Am anderen Ende der Skala stehen aber Geldspielautomaten, die nachgewiesenermaßen ein sehr hohes Risiko darstellen, eine Spielsucht auszulösen oder zu befördern. Gleichzeitig ist das Geschäft mit Geldspielgeräten im Gegensatz zu Lotterien, Sportwetten oder Spielbanken aber am schlechtesten reguliert. Es gibt diesbezüglich eklatante Lücken im Bundesrecht. Und deshalb müssen an der Stelle die Länder einspringen und tun, was sie können. Das erste Landesspielhallengesetz wurde übrigens 2011 von Rot-Rot in Berlin beschlossen, wo erstmals auch Mindestabstände zwischen den Spielhallen und andere Regelungen eingeführt wurden, wie Sie sicher jetzt auch im hessischen Spielhallengesetz finden. Das löst zwar nicht die grundlegenden Probleme an der Wurzel, aber kann die Auswirkungen des Spielhallenunwesens zumindest etwas einschränken. Und das ist natürlich richtig und wichtig. Meine Damen und Herren, ich will darauf hinweisen, dass die Gegenspieler in diesem Bereich mächtig sind. Denn es geht um geschätzt 10 Milliarden € Umsatz im Jahr. Und diese Gegenspieler, um sie mal beim Wort zu bleiben, nennen sich z.B. Bundesverband Automatenunternehmer und treten auch gerne in Werbeanzeigen als deutsche Automatenwirtschaft aus. Ein Hauptakteur ist hier Paul Gauselmann von der sogenannten Gauselmann-Gruppe, bekannt unter dem Markennamen Merkur. Und als einer der umtriebigsten Lobbyisten unterhält er eine riesige PR-Maschinerie. Ich bin sicher, Sie haben auch schon die eine oder andere Post bekommen. Und er spendet auch an viele Parteien. An uns spendet er übrigens nichts. Und dabei bedient er sich aber auch undurchsichtigen Methoden wie Stände auf Parteitagen, nicht wahr? Bei der CDU ist doch die deutsche Automatenwirtschaft auch regelmäßig zu Gast oder auf dem Bundesparteitag der FDP. Und
Ja, Herr Boddenberg, Sie haben ja relativ enge Kontakte auch zur CDU, wenn ich das richtig weiß. Ich habe gelesen, dass der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat zum Beispiel gemeinsam übrigens mit dem Chef der DPOLG Wendt hat er den Summit 2015 der deutschen Automatenwirtschaft eröffnet. Und da sagte Wolfgang Bosbach, ich habe mir das durchgelesen, er sagte, die deutsche Automatenwirtschaft würde aus seiner Sicht die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft immer im Blick haben und warnte die Politik davor, immer neue Regeln für das Spiel zu erfinden. Ich war ein bisschen überrascht, weil sonst liegt ja Wolfgang Bosbach die Sicherheit so sehr am Herzen. Und sonst hat Herr Bosbach ja auch nicht so viele Probleme mit immer neuer Regelungswut, wenn es um die Überwachung der Bürgerinnen und Bürger geht. An der Stelle sieht das offensichtlich anders, meine Damen und Herren. Also von daher, es gibt hier offensichtlich gute und enge Beziehungen auch zur Politik. Ja, vielleicht. Also wenn ich Sie störe, warte ich auch gerne. Aber sonst per SMS gemacht. Das ging ja, machen Sie es doch vielleicht per SMS. Das ist etwas. Frau Kollegin Wissler, Sie haben das Wort. Und ich bekomme es nicht mit. Das sagt ja der Richtige, Herr Bellino. Sie sagen, man soll nicht so empfindlich sein. Das ist schön, ja. Diesen gut gemeinten Ratschlag, den gebe ich direkt an Sie zurück, und zwar für alle Lebenslagen. Aber ich finde genau diesen Lobbyismus, den sehen wir. Es gibt sogar Unterrichtsmaterialien, die der Automatenunternehmerverband zur Verfügung stellt, mit Informationen zu verantwortungsvollem Spiel. Die Spielhallenlobby stellt sich als normaler Teil der Unterhaltungskultur dar, so wie Kinos oder wie die Gastronomie. Das ist sie aber nicht, weil sie verdienen ihr Geld eben nicht mit Gelegenheitsspielern, sondern im Wesentlichen mit der Spielsucht anderer. Das sind keine Betriebe wie jeder andere, und deswegen ist es auch richtig, dass sie streng reguliert werden. Außerdem weisen die Spielhallenlobbyisten dann immer darauf hin, dass sie ja die gute, die regulierte Seite des Glücksspiels seien und Süchtige sonst in das fiese Internet ausweichen würden. Experten für Spielsucht weisen aber immer wieder darauf hin, dass das nur teilweise stimmt, dass Spielsüchtige insbesondere durch die Verfügbarkeit von Spielautomaten im Alltag besonders rückfallgefährdet seien. Es macht also sehr wohl einen Unterschied, ob Spielhallen überall in den Innenstädten zu finden sind oder nicht. Deswegen ist es richtig, die Zahl der Spielstätten so weit wie möglich zu reduzieren, wenn das alles ist, was wir auf Landesebene tun können, meine Damen und Herren. Diese Regelungen helfen dann vielleicht, das Ärgernis von vielen Spielhallen in einem Viertel zu senken, die nicht nur eine ständige Versuchung für Glücksspielgefährdete sind, sondern auch einfach viele Menschen in ihrer Nachbarschaft stören. Wobei man jetzt sagen muss, dass das oft für Sportwettenbüros auch gilt und die eben nicht von diesem Spielhallengesetz berührt sind. Und neben den offiziellen und regulierten Spielhallen gibt es eben einen Graubereich in Form angeblicher Gastronomie mit Geldspielautomaten, die dann auch häufig aussehen wie Spielhallen. Neben der Suchtgefahr und dem Ärgernis über Spielhallenhäufung in den Innenstädten gibt es auch das Problem, dass die Geldspielgeräte Geldwäsche und andere Finanzdelikte ermöglichen. Dennoch, und auch diese Seite muss man sehen, spülen die Spielhallen Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer in die Kassen der chronisch klammen Kommunen. Und auch deshalb kommen die Kommunen natürlich auch ein Stück weit in einen Interessenskonflikt, wenn sie die detaillierten Regelungen des Spielhallengesetzes kontrollieren sollen. Aber es ist natürlich auch so, dass die chronisch überlasteten kommunalen Ordnungsbehörden auch zu einem Vollzugsdefizit führen. Auch deshalb, meine Damen und Herren, dürfen die Kommunen nicht alleine gelassen werden. Es bräuchte auf Bundesebene eine strikte Gesetzgebung gegen das Automatenspiel und eine Reduzierung auf das absolute Minimum. Dazu müssten Geldspielautomaten als Glücksspiel eingestuft und entsprechend reguliert werden. Gesetzliche Vorgaben müssen dafür sorgen, dass Spielautomaten weniger suchtauslösende Eigenschaften besitzen und ein konsequenterer Spielerschutz durchgesetzt wird. Für gastronomische Einrichtungen fordern wir ein Verbot von Spielautomaten ohne Wenn
und Aber. Meine Damen und Herren, das Spielhallengesetz auf Landesebene, das wir jetzt novellieren und verlängern wollen, hat leider nur beschränkte Möglichkeiten, die aber genutzt werden sollten. Viele Probleme werden damit nicht berührt. Viele Regelungen halten wir noch für zu großzügig, unkonkret, oder sie sind umgehbar und in der Praxis nicht kontrollierbar. Dahingehend sind wir gespannt auf die Anhörung und mögliche Verbesserungen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende Ihrer Rede. Ich komme zum Schluss. Ich bin ja sehr dankbar für diese Umressortierung, dass ich dieses Thema von meinem Kollegen Hermann Schaus übernehmen konnte. Letztlich will ich anmerken, dass das Gesetz, wenn dieses Gesetz es schafft, auch nur einen Menschen vor Spielsucht zu bewahren, dann hat es letztlich etwas genützt. In diesem Sinne sollten wir schauen in der Anhörung, an welcher Stelle man es noch verbessern kann. Aber insgesamt ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Als nächster Redner spricht nun Kollege Greilich von der FDP-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass das Thema Glücksspiel, dass insbesondere das Thema Automatenspiel ein Problem in unserer Gesellschaft beschreibt, das durchaus existiert, mit dem man verantwortungsvoll umgehen muss. Das haben wir in der letzten Wahlperiode auch getan, indem wir in der Koalition mit CDU und FDP ein gutes Spielhallengesetz vereinbart und verabschiedet haben, das sowohl den Interessen des Spielerschutzes und der Suchtbekämpfung wie aber auch den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Frau Kollegin Wissler, dass Sie hier dann hergehen und eine Branche, eine komplette Branche mit Tausenden Beschäftigten, einfach mal so niedermeiern und in ein übles Licht stellen, spricht für die Art und Weise, wie Sie hier diskutieren. Der Gesetzentwurf der Landesregierung spricht leider keine sehr viel bessere Sprache, auch wenn man sich vornehmer ausdrückt. Das, was hier, ich will einige Einzelpunkte erwähnen. Als erstes die Frage der Neuregelung der Mindestabstände und die Konkretisierung, wann hiervon abgewichen werden darf, die Einführung einer Mindestabstandsgrenze von 500 m Luftlinie, ich zitiere, zu Einrichtungen oder Örtlichkeiten, die ihrer Art nach oder tatsächlich vorwiegend von Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden. Klingt ja ganz gut, ist offensichtlich auch gut gemeint, aber, Herr Minister, wie so oft, schlecht gemacht. Denn das muss man sehr kritisch sehen, während es bezüglich der Einrichtungen, also Kindertagesstätten und Ähnlichem, eventuell noch vertretbar ist, wobei ich darauf hinweisen darf, dass Kindertagesstätten häufig auch im Stadtkern sind, ebenso wie Spielhallen, und dass 500 m Luftlinie-Entfernung kaum einzuhalten sein dürfte, ist das bezüglich des Begriffes Örtlichkeiten schlicht kaum abzugrenzen. Was ist denn z.B. mit einem Parkplatz eines Einkaufszentrums, auf dem ja in aller Regel in den Abendstunden viele Jugendliche zusammenkommen, um sich zu treffen, um Skateboard zu fahren und so weiter und so fort? Ich glaube, das ist auch Ihnen bekannt, jedenfalls wenn Sie ab und zu mit Jugendlichen zu tun haben. Ist das dann so ein Ort? Darf dann in diesem Einkaufszentrum keine Spielhalle mehr sein? Ist der Betrieb dort untersagt? Sie sehen nicht einmal eine Ausnahmeregelung vor. Das Einzige, was bleibt, ist die Härtefallregelung. Denn die Ausnahmemöglichkeit gilt ausdrücklich nicht für diesen Fall nach Ihrem Konzept. Als Zweites will ich nennen die Pflicht, ein Sozialkonzept zur Suchtprävention alle zwei Jahre zu aktualisieren. Warum denn alle zwei Jahre, wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt? Laufend bedeutet einen dynamischen Prozess. Wenn es aktuelle Erkenntnisse gibt, muss etwas passieren, und dann muss das gemacht werden. Was Sie hier machen, ist schlichtweg ein Beispiel für Ihre Regulierungswut. Der dritte Punkt ist die Verschärfung, was im oder im unmittelbaren Außenbereich einer Spielhalle unzulässig ist. Nicht nur in, sondern auch im unmittelbaren Außenbereich sind künftig z.B. Bargeldautomaten verboten. Das kann ich vollständig nachvollziehen, soweit es in Ihrer Begründung genannt ist. In der Begründung schreiben Sie, es gehe darum, dass z.B. das Aufstellen von Geldautomaten im Foyer verhindert werden soll. Da bin ich ja bei Ihnen. Aber warum schreiben Sie dann im Außenbereich und nicht innerhalb der Räumlichkeiten oder des Gebäudes? Das wäre eine Geschichte, mit der man klar umgehen könnte. So verhindern Sie z.B., wenn ich bei dem Beispiel Einkaufszentrum bleibe, dass in einer Entfernung von 500 m
von einer Spielhalle ein Geldautomat stehen kann, damit auch in einer Entfernung von 500 m von einem Einkaufszentrum. Ich bin sehr gespannt, was die Betreiber von Einkaufszentren zu dieser Beglückung sagen. Ich will einen weiteren Punkt nennen, die Verringerung der Höchstdauer der Erlaubnis. Bislang sind 15 Jahre festgeschrieben. Sie wollen das reduzieren auf 10 Jahre. Kollege Eckert hat schon darauf hingewiesen, das ist eine Frage der Investitionssicherheit, eine Frage der Investitionsmöglichkeiten, eine Frage der Abschreibungsmöglichkeiten. Und Sie werden dafür sorgen, dass Sie in der Tat diesen Markt konzentrieren. Ich dachte bis jetzt, wir wären eher der Auffassung, man wolle im Mittelstand etwas tun. Aber wenn Sie natürlich den Mittelstand vernichten wollen, dann müssen Sie auf diesem Weg weitergehen. Es gibt weitere Themen wie die Frage der Konkretisierung der Funktionsweise des Sperrsystems. Da werden wir uns im Rahmen der Anhörung auch noch genauer damit auseinandersetzen können. Es gibt die Neuregelung der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, wo Sie die Kommunen entmündigen wollen, die bislang diese Aufgabe als Selbstverwaltungsaufgabe haben. Das ist sachlich falsch, die in der Tat nahe am Problem befindlichen Kommunen aus dem Verfahren herauszunehmen. Und es ist zum Zweiten kommunalfeindlich. Und, meine Damen und Herren, das zentrale Problem, deswegen will ich das abschließend noch ansprechen, ist die Anpassung der Härtefallregelung in § 15 des Spielhallengesetzes. Bisher konnte die zuständige Behörde eine Befreiung von der Erfüllung einzelner Anforderungen für einen angemessenen Zeitraum zulassen, wenn das zur Vermeidung einer unbilligen Härte erforderlich ist. Das ist genau die Formulierung, die dafür gesorgt hat, dass unser Spielhallengesetz noch verfassungsmäßig ist. Nach der Neuregelung, die Sie jetzt vorschlagen, ist nur noch eine Befreiung möglich von den 300 m Mindestabstand sowie vom Verbot der Mehrfachkonzession. Ich hatte es erwähnt schon, z. B. die Frage der 500 m Abstand zu Örtlichkeiten, die von Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden. Da gibt es keine Befreiungsmöglichkeit. Herr Minister, mit dieser Regelung, mit der Abschaffung der Härtefallregelung, überschreiten Sie die Grenze, die rote Linie zur Verfassungswidrigkeit. Deswegen ist dieses Gesetz nicht zustimmungsfähig. Sie werden das in der Tat in einer munteren Anhörung mit Sicherheit noch von sehr vielen hören. Mein Fazit ist, die Änderungen zielen ganz klar darauf ab, die Flexibilität der Gemeinden bezüglich der Nutzung und der Regulierung zu vermindern. Das fängt an mit dem Entzug der sachlichen Zuständigkeit. Das geht weiter mit der Beschränkung der Härtefallregelung. Daraus ergeben sich weitreichende Einschränkungen der Berufsfreiheit der betroffenen Spielhallenbetreiber. Und, meine Damen und Herren, es besteht damit die Gefahr, dass die Landesregierung auf diese Weise den legalen Glücksspielbetrieb in Hessen überreguliert und das Spielen in den leider noch immer weitestgehend unregulierten Bereich des Internets verlagert. Das ist etwas, was wir sicher vermeiden sollten. Die Folgen für die Kommunen sind erheblich. Wegfall von Vergnügungs- und Gewerbesteuern, Arbeitsplätzen in einer Größenordnung von mehreren hundert, wenn nicht tausenden Arbeitsplätzen, gerade in dem minder qualifizierten Bereich. Damit versündigen Sie sich auch gegenüber diesen Beschäftigten. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Auch in diesem Punkt zeigt sich, dass auf Basis des völlig verkorksten Glücksspielstaatsvertrages keine sinnvolle Regulierung möglich ist. Deswegen sollte Hessen, nachdem nun auch Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erklärt haben, nicht den minimalinvasiven Eingriff am Staatsvertrag mittragen zu wollen, setzen Sie die Beschlusslage des Landtags um. Den neuen Änderungsstaatsvertrag sollten Sie nicht unterzeichnen, sondern im Gegenteil kündigen. Und meine allerletzte Bemerkung an die Minister Al-Wazir und Beuth. Ich rege an, dass Sie die Landesregierung zum Schluss kommen. Ich komme endgültig zum Schluss. Ich rege an, dass die Landesregierung ihre Geschäftsverteilung neu regelt, denn die Kompetenz für die Frage der Spielhallen sitzt offensichtlich nach wie vor im Innenministerium und nicht im Wirtschaftsministerium. Danke, Herr Kollege Greilich. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den WVA.